Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant, eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Vor Bruxe, vor Waldschraten. Das hat keine Bedeutung. Ich hab dir eine Frage gestellt. Wie viele? Denkt mal darüber nach, Leute. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute. Okay. Ja, man muss dann auch schon argumentieren können. Ist im Eisvogel. Unser Novigrad. Strahlend und herrlich. Eine Perle unter den Städten. Die Wiege des ewigen Feuers. Und Okay, was passiert? Oh nein. Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt, erleuchtet und läutert. Feuer, verbrenne, erleuchte, läute. Seht die Flamme der Gunst und der Gnade. Spezialscheiterhaufen für dich, Monster. Der brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur... so leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte. Götter, seht, ein Doppel. Hoffentlich hat Dudu nicht das gleiche Schicksal ereilt. Hm? Dudu? Okay. Ja. Und ihr seid alle cool damit, oder was? Ach, schön. Quasi Hexenverbrennung, ne? Ja, wollt ihr mich auch verbrennen? Okay, wir haben hier einen Platz. Wahrscheinlich auch... Händler sind. Brauchst du etwas? Hallo? Das kann nicht sein. Weißes Haar, gelbe Augen, narbiges Gesicht. Genau wie er gesagt hat. Okay, guten Tag. Gerald von Riva, auch der Weiße Wolf genannt? Der Schlechter von Blaviken? Gerald von Riva reicht. Was ist denn? Vor Jahren kam ein Mann zu mir. Er bezahlte, damit ich ein Buch für dich aufbewahre. Er meinte, du würdest es eines Tages abholen. Hä? Wer war das? Er hat seinen Namen nicht genannt. Aber das Buch hat einen roten Einband. Das weiß ich noch. Ich habe es sicher nicht verkauft. Na schön. Mal sehen, ob ich's finde. Und vielleicht wirfst du dabei einen Blick auf die anderen Bücher. Hm. Ja, ich weiß nicht. Was kaufst du mir denn ab? Ich sehe mir gerne an, was du noch hast. Ja, ich denke, die Bücher werden wir so noch finden. Also, da habe ich jetzt nicht unbedingt das größte Interesse dran, die alle raus... Okay. Das Necronomicon, das ist lustig. Ich glaube, das kaufe ich mal. Warte, das will ich haben. Okay. Da gucken wir gleich mal rein. Und also du kaufst auf jeden Fall ein bisschen Plunder. Das ist ja vielleicht schon mal nicht schlecht.
Ich könnte auch mal die ganzen Bücher verkaufen, ne? Ich meine, ansonsten wirst du ja nichts kaufen, nee. Aber... Wow, das ist ja nicht so viel, was du dafür gibst. Hier sowas wie verwesendes Fleisch oder sowas, das kannst du gerne kaufen. Kerze, altes Ziegenfell, Wolfsfell. Ja, hier so die schweren Sachen mal. Zerbrochener Haken. Zerbrochenes Ruder. Asche. Ja, ich weiß halt leider jetzt nicht mehr, was davon sich zu zerlegen lohnt und was man verkaufen sollte. Sind die schwer? Die sind jetzt auch nicht sonderlich schwer, die Sachen, ne? Deshalb, ich gehe mal lieber auf die Felle einfach. Denn die kriegt man ja relativ häufig auch so wieder. Findet man ja überall. Muscheln, hat mir einer gesagt, kann ich noch zerlegen lassen. Muss ich mal ausprobieren. Oh, scheiße. Jetzt kann ich die Bücher schon nicht mehr verkaufen. Ich mache immer die Leute arm. Es ist echt traurig. Das Necronomicon. Die Idee, der Mensch wäre in eine leere Welt gekommen und hätte sich dieser ungestört bemächtigt, ist so töricht wie die Vorstellung, die Welt würde aufhören zu existieren, wenn die Menschen verschwinden. Ehe die ersten Menschen in unsere Welt betraten, war sie von Wesen bewohnt, die den Menschen im Hinblick auf Weisheit, Stärke und alle anderen Vorzüge überlegen waren. Diese Wesen existieren heute noch, wenn auch nicht in Sphären, die dem menschlichen Verstand zugänglich sind. Sie bewohnen keine Dimension, die uns bekannt wäre. Am treffendsten lässt sich sagen, dass sie in einem Raum zwischen den Welten leben. Manchmal kann man ihre Anwesenheit in Form eines plötzlichen unbekannten Geruchs oder einer seltsamen Empfindung von Unruhe ohne offenkundige Ursache spüren. Auch Wind, der in mehrere Richtungen zugleich weht, ist eine Form ihrer subtilen Manifestation in unserer Dimension. Es gibt verschiedene Vorstellungen über das Äußere dieser Kreaturen, die mit der Realität jedoch nichts zu tun haben, da ein Mensch sich nicht vorstellen kann, was er noch nie gesehen hat, auch in den wildesten Albträumen nicht. Der größte Schrecken dieser Wesen besteht gerade in ihrer Undefiniertheit und ihrer nicht vorhandenen, greifbaren Form. Zudem wäre es ein Fehler zu glauben, dass formlose Kreaturen auch harmlose Kreaturen sind. Sie besitzen Kräfte, die es ihnen erlauben, ganze Wälder zu vernichten, Städte einzuebnen und Meere in wilden Aufruhr zu versetzen. Heute ist der Mensch der Herr der Welt, doch nicht für lange. Sie warten geduldig und bald werden sie sich erheben und ihren einstigen Glanz wiederherstellen. Dies ist so sicher, wie der Morgen auf die Nacht folgt und der Abend auf den Morgen, um ein weiteres Mal alles in Finsternis versinken zu lassen. Gruselig. Oh, oha. Was, warte. Okay, wir suchen noch das Buch, darum geht's. Ich dachte schon. Ach, guck an. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizende Metz mit humorvollen Gravuren? Ist es das? Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze mit humorvollen Gravuren. Ist es das? Oder ist es das jetzt nicht? Warte mal. Wo sind die Bücher? Ach du Scheiße. Ist aber nicht bei Questbüchern, oder? Nee. Dann wird es das wahrscheinlich nicht sein.
Okay, ich bin gerade zu dumm, um das zu finden. Wo ist das Buch von Muriel hier jetzt? Da. Lesen. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze mit humorvollen Gravuren. Einmal ging Muriel mit ihrem Kindermädchen auf Reisen, um ihr Tantchen in Maribor zu besuchen. Auf dem Weg kamen sie durch einen Wald und dort hauste eine berüchtigte Räuberbande. Deren Anführer war Flynn Selms und alle Männer des Königs hatten die Bande nicht dingfest machen können. Und ach, zu Muriels großem Unglück beschlossen die Räuber, ihre Kutsche anzugreifen. Muriels Kindermädchen war alt, blind und taub. Es erwachte nicht, als vor der Kutsche ein Baum mit lautem Krach auf den Weg stürzte und auch nicht, als die Banditen sich einen Wüstenkampf mit den Wachmännern lieferten. Als Flynn mit seinen muskulösen Armen die Kutschentür aufriss und in die Kutsche trat, musste Muriel allein mit der Gefahr fertig werden. »Mach es unserem Gast bequem, junge Dame«, murmelte die Alte im Schlaf. Muriel führte die Anweisung gehorsam aus. Okay. Weird. Ich glaube, das war nicht das Buch. Hier oben vielleicht. Oh ja, das wird es bestimmt sein. Die Behandlung von Furunkeln mit Hilfe von Wundätzung. Eine Studie. Jeder hat schon Furunkel gesehen, meist mehr als ihm lieb ist. Diese Abszesse beeinträchtigen nicht nur die Schönheit, sondern können auch Anzeichen von Krankheit, ja sogar deren Ursache und Epizentrum sein. Wenn die Lunge pfeift und das Herz flattert oder man den Furunkel einfach leid ist, kann man ihn einfach abschneiden und die Sache ist erledigt. Zum Abschneiden eines Furunkels verwende man ein scharfes Messer, das man gründlich von einem Hund hat abdecken lassen. Hundezungen wirken Wunder bei der Wundheilung. Dann gilt es beherzt und mit ruhiger Hand zu schneiden, wie man einen Käse schneiden würde. Zuletzt kauterisiere man die resultierende Wunde rasch mit einem rotglühenden Eisen. Tränen und Schreien schenke man keine Aufmerksamkeit. Man sammle Eiter, Schleim und sonstige Flüssigkeiten in einem Gefäß, entleere es in eine Grube und schaufle diese zu, damit die Krankheit nicht zurückkehrt. Lecker. Jawohl. Mein Manifest, das Leben von Jacques de Aldersberg. Mein Manifest, das muss es sein. Zwischen den Seiten liegt ein Brief. Okay. Wir lesen erstmal das Manifest. Die Gründe für die Auswahl Jacques de Aldersbergs als Großmeister bleiben ein Geheimnis. Der Orden der Weißen Rose hatte in jenen Zeiten eine Krise durchgemacht und stand kurz vor dem Zusammenbruch. Es ist denkbar, dass die Brüder daher einen entschlossenen Anführer mit klaren Vorstellungen wünschten. Der Aldersberg war ein solcher Mann. Zu seinen ersten Entscheidungen gehörte es, den Namen des Ordens in Orden der Flammenrose zu ändern. Besonders erstaunlich ist der Umstand, dass sowohl der Orden als auch der König selbst einem Manne vertrauten, der immerhin einfach aus dem Nichts aufgetaucht war. Es heißt, er sei ein Wanderprediger gewesen, der mit seinen rhetorischen Feldzügen gegen die Anderlinge die Massen zu mobilisieren verstand. Angeblich hat er Wunder gewirkt und seinen Schäfchen Visionen von einer durch die weißen Kälte zerstörten Welt offenbart. Er war zweifellos ein Mann von großem Charisma und unerschütterlichen Prinzipien, welche er seinen Mitmenschen nahezubringen suchte. Okay. Und der Brief von A. A. Hexer. Im Ozean der Möglichkeiten sind einige Ereignisse wahrscheinlicher als andere. Es ist dennoch nicht einfach, sie herauszufischen, auch dann nicht, wenn der eigene Intellekt sich durch den ganzen Raum und alle Zeit erstreckt. Ich hinterlasse dir diesen Brief in der Hoffnung, dass du ihn gegen alle Wahrscheinlichkeit eines Tages findest. Denn ich muss dich warnen, die Menschheit ist in Gefahr. Die verzeihte Zerstörung durch die weiße Kälte ist nicht nur das Gefasel einer irren Elfin. Vielleicht habe ich noch die Gelegenheit, dich persönlich davon zu überzeugen. Wenn nicht, muss ich auf diesen Brief vertrauen, den du in vielen Jahren lesen wirst, wenn du mehr weißt als zu der Zeit, da wir uns zum ersten Male trafen. Ist das jetzt an Aldersberg oder was?
Du musst wissen, dass nichts die Welt retten kann, außer der Vorbereitung der gesamten Bevölkerung auf die Katastrophe. Den alten Geschichten zufolge kann ein Kind des älteren Blutes die Gefahr abwenden, doch ich habe es versucht und bin gescheitert. Seitdem werde ich von einer grässlichen Vision verfolgt, einem gekrönten Geist, dem Geist meines Versagens. Ich war erwählt und ich habe versagt. Du und deine Bruderschaft sind unsere einzige Hoffnung. Wenn die Zeit des Wolfssturms kommt, werden die Menschen sterben und nur die Übermenschen werden überleben. Deine Pflicht besteht darin, die Übermenschen in die Welt zu bringen. Was immer du von mir denkst, versage nicht so, wie ich versagt habe. Ah. Okay. Ich sag den Kindern, dass du ein Anderling bist. Entschuldigung? Aber sonst geht's ihnen noch gut, ne? Sollen wir jetzt die anderen Bücher auch noch lesen? Können wir machen, ne? Scheinbar können wir die einfach mitnehmen. Moribundia, das letzte Ebenbild des Vampirs. Oh mein Gott. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist hier eine Twilight-Anspielung. Er nahm Isabella Edwards glänzendes Gesicht in die Hände und umfing seine eisigen, zu einem zynischen Grinsen verzerrten Lippen. »Vergib mir, mein Liebster«, flüsterte sie und versuchte das Schluchzen zu ersticken, das ihren Busen beben ließ. »Mein Herz verlangt mit wildester Leidenschaft nach jenem Werwolf, den du vom Grunde deines vampirischen Seins hast.« »Es ist wohl besser so«, sprach Edward und kehrte sein bleiches Antlitz dem nicht minder bleichen Mond zu. »Mit mir war dein Leben in steter Gefahr. Mit diesem Werwolf aber wirst du Frieden und Glück erfahren.« Edward machte kehrt und wollte dem Ausgang entgegenstreben, doch Isabella umfasste sein Handgelenk. Ihre Berührung war so sanft, dass sein Herz nach Jahrhunderten des toten Stillstehens wieder zu schlagen begann. »Das ist noch nicht alles«, sagte sie und mied seinen bohrenden Blick. »Ich bin schwanger.« Natürlich. Aber dann sind die Autoren wohl Team Jakob. Oh Gott. So, da hinten ist noch ein Buch. Tyromantie oder die vornehme Art der Wahrsagung mit Hilfe von Käse. Okay, ich liebe die Bücher. Die sind richtig gut. Welch köstliche Vielfalt doch im Reiche des Käses herrscht. Das gereifte Geronnene kann weiß oder blau sein, hart oder weich, frisch oder reif, aus Kuhmilch, Schafmilch oder Ziegenmilch, eingelegt oder gepökelt. Die Liste ließ sich endlos fortsetzen. Man kann Nudeln machen kalt, man kann Nudeln machen warm. Und jeder Käse, jede Scheibe, jeder Krumen trägt nicht nur ein unvergleichliches sensorisches Erlebnis in sich, sondern enthüllt in den richtigen Händen sogar die tiefsten Geheimnisse des Universums. Denn Käse ist wie die Innereien von Opfertieren, der Flug der Schwalben und luzide Träume ein Werkzeug zur Weissagung. Form und Tiefe der Löcher enthüllen, wann es im kommenden Jahr Regen geben wird. Die Farbe der Schimmeladern verrät, wer wen lieben wird. Und der Geruch von hartem Parmesan sagt voraus, welche Armee ihren Gegnern überwinden und welche untergehen wird. Die beste Methode der Weissagung jedoch ist auch die älteste, das Fondue. Dazu sind einfach zwei Käsesorten, vorzugsweise Emmentaler und Gruyère, mit Weißwein oder ersatzweise trockenem Apfelwein zu schmelzen. Dann wird ein Brotstück auf einen langen Stock gespießt und in die suppige Mixtur getaucht, wobei man in Gedanken die Frage, wie wird mein Kind aussehen, wenn es groß ist? stellt. Dann hält man das käseumhüllte Brotstück gegen eine Kerze, sodass es einen Schatten an die Wand wirft. Der Umriss ist eine zuverlässige und leicht verständliche Antwort auf diese Frage. Okay, was mache ich? Machen wir an Silvester, machen wir Tyromantie und lesen aus Käse. Das wäre auch mal was. Oh Gott. Oh, sei leise. Das war sehr lustig. Ja gut, jetzt habe ich das Buch gefunden. Kannst du mir noch etwas dazu sagen? Interesse an Büchern? Belesen siehst du zwar nicht aus, aber wir haben auch Bilderbücher. Wow. Okay, wir könnten mit ihm Karten spielen. Also Bücher will ich jetzt nicht kaufen. Na gut, lass uns ein paar Karten dreschen. Was ist das denn? Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Was soll denn dreschen heißen?
So, habe ich die Cam jetzt auch ausgemacht, wie ich wollte? Nee. Oh, ich habe es genau falsch rum wieder gemacht, ne? Super, cool. Sehr gut. Dabei habe ich mich eben so schön kaputt gelacht. Toll. Na gut. Gibt Schlimmeres. Deck ist wahrscheinlich... Ich kann mich nicht erinnern, ob wir noch was Cooles bekommen haben. Ich glaube, das war ganz gut so, wie es ist. Monster. Also hier, ich meine, gut, wir könnten die mal... ein paar Sachen mal reinpacken, ne? Buffwipe haben wir neu. Aber reichen wird es sowieso noch nicht. Den Karten her. Achso. Oh, jetzt habe ich ihn zweimal reingepackt, das wollte ich nicht. Okay, reagiert manchmal etwas langsam. Ja, das reicht halt noch lange nicht, ne? Nilfgaard. Nilfgaard haben wir schon mehr Karten, aber... Skoyatel haben wir hier wie viele? Ja, ein paar schon. Können wir mal hier... die mal reinpacken, aber... Nee, nee, wir spielen mit den nördlichen Königreichen weiterhin. Ist ja auch das... einzige Deck, was bisher recht gut ist, was wir haben. Winter, Nebel, gutes Wetter, zwei Hörner, Belagerung. Mhm, okay. Ich würde vielleicht... Wir brauchen noch ein paar Einheiten. Okay. Squirtle könnte tatsächlich eventuell auch Fernkämpfer einiges haben. Ich würde mal die Finte vielleicht noch tauschen. Okay. Ach, der hat automatisch ein Horn. Der ist ja interessant. Rittersporn! Es ist Rittersporn. Oh mein Gott. Hm. Kann man jetzt gar nicht so richtig sagen, womit man hier anfangen soll. Die machen eben eigentlich erst frühestens ab der zweiten Runde Sinn, wegen der Fähigkeit. Ach, ein Spion wäre gut gewesen, den haben wir aber leider nicht. Ich will eigentlich dann erst die Belagerung in der zweiten Runde spielen. Hm. Ja, klar. Hm. Obwohl, könnte ich dann auch jetzt schon machen, ne? Könnte ich ihn einfach zurückholen. Gar nicht mal schlecht, die Karten, die er hat. Gar nicht mal schlecht.
Oh, auch cool. Wieso hat er so gute Karten? Ich dachte, der wäre halt so ein ganz normaler Dude. Was machst du? Wow. Okay, cool. Nicht schlecht, damit habe ich echt nicht gerechnet, du. Hätte ich mal die Finte behalten, dann hätte ich mir den Spion holen können. Mist. Sag mal, wie lange will der denn weitermachen? Oh mein Gott. Holy shit. Ich glaube, wir haben verkackt. Ein bisschen. Haben ihn unterschätzt. Wir haben ihn unterschätzt. Der hat echt ein verdammt gutes Deck, meine Fresse. Tja, weiß nicht, ob man drauf hoffen kann, dass er schon seine besten Karten jetzt alle verspielt hat. Der hat extrem gute Karten. Boah, heftig. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir das machen sollen gegen ihn. Und dann eine Chance haben. Viele einzigartige Karten hat der. Das ist ja der Hammer. Krass. Keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Er hat so viele Zehner. Uff. Er macht uns einfach fertig. Okay. Respekt. Wirklich. Habe ich nicht mit gerechnet. Ja, gut. Den werden wir wohl vielleicht irgendwann anders nochmal bekämpfen. Der ist ja richtig krass drauf. Ah. Also das mit dem Buch ist jetzt durch? Oder what? Ach du Scheiße. Wie hieß denn das jetzt? Das hier. Okay, ist durch. Ich komme jetzt aber auch gerade nicht drauf, welcher alte Freund es gewesen sein könnte. Hallo, Herr Kaufmann. Achso, du verkaufst mir nichts. Na gut. Schauen wir mal. Auftrag Spukhaus. Ich suche einen Hexer von untadeligem Ruf, vorzugsweise mit dokumentierter Erfolgsgeschichte und schriftlichen Referenzen, der die Aufgabe übernimmt, die Ländereien der Residenz vor der Stadt zu durchkämmen, welche kürzlich vom unterzeichnenden Graf Kurt Dysart eingenommen wurde, um die Kreatur zu vertreiben oder zu töten, die dort ihr Unwesen treibt. Es wird eine ansehnliche Belohnung garantiert.
Es gibt sich die Ehre, Kurt Dysart, Graf von Gnadenkönig Foltetz, vorübergehende Residenz im Eisvogel. Oh, der scheint mir sympathisch zu sein. Auftrag Kobold. Im Auftrage der Kaufmannsgilde gebe ich hiermit das Folgende bekannt. Eine ungewöhnlich dreiste Bestie, wir gehen von einem Kobold aus, besteht neuerdings den Markt beim Stadttor. Sie hat zwar noch keine Menschen angefallen, doch bereits für reichlich unwiederbringliche finanzielle Verluste gesorgt. Wer sie fängt und tötet, soll eine stattliche Belohnung erhalten, gemäß dem Dekret Nummer 1271 C710 unserer ehrenwerten Ratsherren sogar steuerfrei. Zögert also nicht, uns zu helfen, gute Leute. Der Einzelhandel ist das Rückgrat einer gesunden Wirtschaft und somit ist das finanzielle Wohlergehen der Kaufleute dieser Stadt in unser allem besten Interesse. Silvester Amelo Kaufmann. Maße und Gewichte. Angesichts der ständigen Streitereien, die unsere Marktstandbesitzer von ihrer vornehmlichen Aufgabe des Handels abhalten, seien hiermit alle an die offiziell anerkannten Maße und Gewichte in Novigrad erinnert. Ein Klafter gleich 3 Ellen, eine Elle gleich 2 Fuß, ein Fuß gleich 12 Zoll, eine Gallone 4 Quarte, ein Scheffel 8 Gallonen, ein Fass gleich 4 Scheffel, ein Pfund gleich 16 Unzen, ein Stein gleich 25 Pfund, ein Zentner gleich 4 Steine. Es wird verlangt, dass dieses Maßsystem bei jedem Handel verwendet wird. Beschwerden bezüglich Transaktionen in anderen Maßen werden grundsätzlich nicht anerkannt. Der Rat der Freien Stadt Novigrad. Begleiter gesucht. Veteran sucht einen Begleiter auf einer letzten Mission. Erforderlich Reisebereitschaft nach Übersee, eigene Ausrüstung, Erfahrung beim Kämpfen und Spurenlesen. Erwünscht sind für Humor, Klugheit, Bezahlung, ansehnlich, zahlbar bei Missionsende. Wer interessiert ist, soll mir keine Papiere schicken, die ich sowieso nicht lese, sondern zu mir kommen und mit mir reden. Nie das. Aber Übersee wäre das Sanskellige. Weiß ich nicht. Auftrag, Monster in den Scherben. Per Erlass Nummer 1408 BZ 185 des Stadtrats erhält derjenige eine Belohnung, der das Monster tötet, welches die Einwohner des Scherben nach Einbruch der Dunkelheit terrorisiert und tötet. Der einzig akzeptable Beweis für den Vollzug dieser Tat ist eine Trophäe vom Monsterkadaver. Ja, das bedeutet, dass die Zeugenschaft von Müttern, Vettern, Tanten nicht ausreicht, auch nicht der Eid irgendeiner anderen Person, ungeachtet des behaupteten Verhältnisses zwischen euch zum Hierarchen oder irgendwem sonst, außerdem ungeachtet der behaupteten Vertrauenswürdigkeit jedermann in eurer Lieblingstaverne bezeugen kann. Weitere Informationen und auch die Belohnung gibt es beim Distriktinspektor der Scherben. Lund, Bevollmächtigter des Stadtrats, Distriktinspektor der Scherben. Faustkämpfe. Wer Lust auf zünftige Prügeleien hat, findet unsere schönen Stadt zahlreiche würdige Gegner. Interessiert? Meldet euch einfach beim Turnier an. Diese ehrenwerten Herren warten auf euch. Georgius Rambock Georg, Archibald O'Neill, der eiserne Hauptmann Mortimer und Durden, bekannt als der Schneider. Okay, das sind viele Sachen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alle besoffen hier. Überall Finsternis um mich herum. Ist das der Eisvogel? Achso, ja, gut, dann gehen wir da aber später erst rein. Ich will nämlich schon dann erst noch zu Triss, weil wir das die ganze Zeit vorhatten, bevor wir hier abgelenkt wurden. Brauchst du etwas, Meister? Ja, ich würde auf jeden Fall mal Sachen verkaufen. Oh. Ja, ich meine dich, hallo. Willkommen, willkommen. Hi. Was hast du denn da? Was hast du denn da? Was hast du denn da? Kräuterschnaps und Bücher. Ja, gut.